Jo, hi und Einers. Und willkommen zu Tag 220 von Vlogging the Family, das Jahr mit der Eiswürgs-Familie. Es ist der 4. April, es ist Ostersamstag. Es ist richtig geiles Wetter im Gegensatz zu gestern. Aber das war heute Nacht auch ganz schön frisch, weil hier ist überall noch reif zu sehen. Ja, wenn man sich bewegt, glitzert es auch ein bisschen. Also es war ganz schön kühl. Irgendwie ist der Vegetation, die draußen war, nichts passiert. Aber die Hortensien sehen auch alle okay aus, zum Beispiel. Also so kalt wird es dann wohl nicht gewesen sein. Hoffentlich. Ja, die Schnuffelmäuse sind auch schon unten. Die Großeltern beschäftigen sich mit und wir werden jetzt erstmal frühstücken. Ne, die Nacht ist ganz gut gelaufen. Die beiden Schnuffelmäuse haben ja schon geschlafen, als wir gekommen sind. Und um kurz nach 12 ist Charlotte wach geworden und wollte ein kleines Häpperchen essen. Und dann haben sie durchgeschlafen bis heute Morgen um kurz vor 7. Da gab es, oder kurz vor 6. Dreiviertel sechs Drei war Viertel sechs war es. Da gab es dann nochmal was zu essen. Ansonsten, ja, haben die beiden durchgeschnorchelt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil beide sind immer noch schnupfig, die beiden Kleinen. Ja, also frosttechnisch sieht es nicht nach irgendwelchen Schäden aus. Also die Rosen haben nichts abgekriegt. Mal gucken, wie es mit den Blüten am Pfirsichbaum aussieht. Aber ich denke mal auch nicht. Nö, die sehen auch noch gut aus. Die sind viel zu noch. Ja, aber langsam müssen wir das sein lassen. Morgen, Victoria. Ja? Alles klar? Alles klar? Ist der Hopser vom Dienst hier. Ja. Morgen! Kleine Charlotte, ein kleiner Frosch. Ja, du wolltest dich vorhin ankuscheln, ne? Und warst dann nicht froh, dass deine Schwester ein bisschen gerückt ist. Erzähl. Ja, erzähl. Erzähl. Kleine Süße. Ja, meine Maus. Fein machst du das. Ja, hier im Sitzen ist echt erhöhter Schwierigkeitsgrad. Weil seit die Babyschalen nicht mehr sind, sitzen sie halt steiler. Ach, du machst das Wasser selber Ja. Das war eben so ein bisschen so wie 80. Geburtstag, also hier Dinner for One. Ne? Und dann rein. Ja, mein Schatz. Ja, ja, ja. Ja. Ja, kleine Grinsebacke. Ja, meine Maus. Willst du was erzählen? Nam, nam, nam. Jo, jetzt geht's zum Einkaufen ohne die Schnuffelmäuse, weil die Oma passt drauf auf. Und dann können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Hey, kaum scheint die Sonne, ist beim Einkaufen schon arschvoll mehr los. Wir kriegen kaum Parkplatz hier. Ja, wo wir ohne die Schnuffelmäuse unterwegs sind und wir ja noch ein Gutschein von Möbelwikinger von der Lampe damals haben, gucken wir jetzt auch gleich mal nach neuen Wintergartenmöbeln. Falls wir welche finden, können wir die gleich mitnehmen. Ey, das ist schrecklich, mit die anderen hier einzukaufen. Mit den Verriegelungen. Ja. Wir haben hier nach Wintergartenstühlen geguckt. Ja, ja, die ist alles toll hier. Wir können hier aber nicht alles kaufen, das ist das Problem. Nee, nee. Haben wir nichts gekonnt.
nichts gefunden. Also gefunden hätte Schnuffel ohne Ende. Die hätte drei Häuser eingerichtet. Alles hier einziehen, so toll für die Möbel. Ja, so, jeden Tag woanders wohnen, ja, hier drin. Ja, ja. Ja, aber leider nichts für den Wintergarten gefunden. Nee. Also nicht so richtig. Nee. Also man hätte jeweils zu viele Kompromisse machen müssen. Ja, als Notlösung, aber dann nur wirklich als letzter. Ja, aber das Problem ist als Notlösung ziemlich teuer. Genau. Das Problem ist ja, dass der Laden ja nicht so der günstigste ist. Ist ja nicht so der IKEA unter den Möbelläden. Was gehört zu einem gelungenen Samstag? Genau, der Besuch im Baumarkt. Mal gucken, ob wir diesmal alles zusammenkriegen. Oder wieder die Hälfte vergessen. Ey, das muss eine Verschwörung sein. Letztes Jahr gab es keinen Rosenkohl. Gut, heute dieses Jahr gibt es Rosenkohl, da brauche ich keinen. Dieses Jahr brauche ich Brokkoli. Und es gibt nirgendwo Brokkoli-Samen. Alter, das war unglaublich. Muss eine Verschwörung sein. So, jetzt guck ich noch am Holz. Ist der Papa da? Na? Ihr kleinen Mäuse? Ja? Kannst du denn nicht schlafen? Ja, eine halbe Stunde geht er. Hat Charlotte hat zuerst Oma auch in die Kiste gesetzt? Ja, die hat ja geschlafen, als er. Na, machst du jetzt wie deine Schwester und übst und versuchst auf die Füße zu kommen? Na, kein Wunder, dass du dich oben rausziehen kannst bald. Ja, wir müssen das Laufgitter etwas runterstellen, weil die beiden Schnuffelmäuse sich inzwischen hochziehen und oben schon rüber gucken. Ne? Papa ist schon wieder aus dem Zoo ausgebrochen. Kleine Schnuffelmaus. Schmeckt denn der Kochlöffel überhaupt? Hm, schmeckt der denn? Ja. Ja, eine Schalottenfalle. Zack, haben wir Schalotte drin gefangen. Hey, nicht meine Brille. Loslassen. Papa Spielzeug. Ja, die Schalottenfalle. Guck mal, jetzt haben wir deine Schwester wieder gefangen. Ja, ja, ich weiß, du stehst da drauf, durch diese Kiste rauszugucken. Haha. Oh, ihr beiden kleinen Süßen. Na, willst du wieder an den großen, hä? An den großen Ball? Hä? Willst du wieder an den großen Ball dran? Ja, der Papa hält ihn ein bisschen fest, ne? Hui, und weg ist er. Ey, sind wir hier voll in der Kiste. Und deine Schwester hat uns gefangen. Ja, die hat uns gefangen. Die hält die Kiste von außen fest. Naja, so richtig hat sie das nicht raus, weil wir könnten da jederzeit raus. Na? Oh. Ja, haben wir schon viel Spaß mit diesen Kisten, ne? Ja, haben wir schon viel Spaß mit diesen Kisten hier. Charlotte verkriecht sich ja inzwischen da selber immer rein. Und jetzt hat sie uns gefangen gehabt, ne? Hat sie uns die übergestülpt. Hast du dir jetzt deine Schwester eingefangen? Oder hat die sich selbst gefangen? Weiß man nicht so genau, ne? Ha ha ha!
Ja, erzähl. Ja, ich will. Papa, ich will. Gib mir. Ja, du versuchst das jetzt auch? Ja, denk dran, ne? Wer einen großen Löffel hat, muss auch kochen. Gebratene Topinambur, Rosenkohl und die Lammkeule kommt gleich. Alter, und coole Sonne. Prä-Osteressen. Sehr lecker. Also an die abendlichen Lichtverhältnisse muss ich mich erstmal eine Runde dran gewöhnen. Dass es quasi um 8 noch hell ist. Ja, die Schnuffelmäuse sind ins Bett gegangen. Die sind quasi, haben sich hingelegt und zack, sofort eingeschlafen. Ja, wir machen uns jetzt einen netten Abend, einen netten Vor-Ostersonntagabend. Morgen früh geht es dann zum Brunch oder morgen Mittag nach Dalgo-Döberitz, irgendwie auf den Reiterhof. Das heißt, die Schnuffelmäuse sehen auch zum ersten Mal Pferde. Und ich werde jetzt mal noch eine Runde im Gewächshaus wässern. Also jetzt ist einiges mehr im Kommen. Der Kohlrabi ist da, kann man jetzt nämlich sehen, Würsingkohl. Hinten sind die ersten Blumenkohl, der Weißkohl. Also es wird. Deswegen brauchst du Wasser. Gut. Und ich sag, hey, tschüss, wir sehen uns morgen.